Seit genau 2 Jahren spekulieren wir über die Technologie, die uns Xiaomi jetzt endlich präsentiert. Die Rede ist von der Kamera unter dem Display. Doch wie gut ist das Ganze und wie sieht überhaupt das passende Smartphone in Form des Mi Mix 4 aus? Wenn dich das interessiert, dann solltest du dranbleiben. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Wie immer, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Xiaomi Mi Mix 4. Und ja, ihr habt es vielleicht im Titel schon gemerkt, so ganz hype bin ich dann doch nicht mehr. Es hat über 2 Jahre gedauert, bis wir endlich eine produktionsfähige Version der Kamera unter dem Display bekommen haben. Und jetzt ist das Ganze endlich im Mi Mix 4 verbaut. Wie gut ist das Ganze? Das gilt es heute einmal zu klären. Doch es gibt wirklich ein paar Dinge, die mich an diesem Smartphone stören. Und welche das genau sind, das werde ich euch jetzt gleich verraten. Habt ihr es noch nicht getan, dann macht das vielleicht in dieser Zwischenzeit. Abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr und ich würde mich über euren Support freuen. Doch bevor das jetzt hier zu lang ist, schauen wir uns doch mal an, was das Mi Mix 4 überhaupt zu bieten hat. Beim Display handelt es sich um ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Dazu gibt es HDR10+ und geschützt wird das Ganze auch durch Gorilla Glass Victus. Also hier hat man das Beste vom Besten verbaut. Und dann gibt es aber einen kleinen Nachteil, wobei man auch schon fast sagen muss, könnte es schon wieder ein Vorteil sein, denn wir haben nur eine Full HD Plus Auflösung. Xiaomi verzichtet hier auf QHD Plus. Das ist aber dann der Frontkamera geschuldet. Was sich genau dahinter verbirgt, das kennt ihr ja schon, werde ich aber nachher nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Wir haben übrigens hier Kanten, die an den Seiten abgerundet sind. Das sogenannte Curve Display, ja, das möchte sich Xiaomi nicht entgehen lassen und verbaut es natürlich auch hier im Mi Mix 4. Im Inneren des Xiaomi Mi Mix 4 arbeitet der Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Und ja, ihr habt richtig gehört, das ist das erste Smartphone weltweit, welches die Plus-Version des aktuellen Spitzenprozessors aus dem Hause Qualcomm verbaut bekommen hat. Und ich bin mal gespannt, wie gut arbeitet das Ganze? Das interessiert mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr interessant zu sehen, was macht die Wärmeentwicklung. Denn schauen wir uns in diesem Jahr alle Spitzen-Smartphones einmal an und was stellen wir fest? Sie werden wirklich warm auf der Rückseite. Und das ist ein Gefühl, das ich nicht haben möchte. Natürlich kann es bei hohen Anforderungen an ein Smartphone mal passieren. Das möchte ich auch gar nicht verschweigen. Aber bei den aktuellen Spitzen-Smartphones ist es einfach durchweg der Fall, sobald die Geräte ansatzweise beansprucht werden. Also hoffe ich hier, dass das Mi Mix 4 diesen entscheidenden Schritt geht und dass das Ganze auch nochmal zusätzlich besser gekühlt wird. Wir haben darüber hinaus 12 GB RAM und einen internen Speicher von 512 GB im Angebot. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie gut das Ganze am Ende zusammen harmoniert. Habt ihr übrigens Lust auf dieses Smartphone und ihr möchtet es unbedingt haben, checkt gerne mal unten den Link in der Beschreibung ab, denn sobald das Gerät verfügbar ist, könnt ihr es als Import bekommen. Warum Import? Das verrate ich euch gleich. Kommen wir aber jetzt zum vielleicht wichtigsten, bei diesem Smartphone zumindest, denn es ist die Kamera. Und schauen wir uns einmal die Rückseite an. Ich habe das Ganze bei Twitter schon mal gezeigt und meine Begeisterung hielt sich ehrlich gesagt in Grenzen. Das hat damit zu tun, dass mir das Design einfach zu klassisch ist. Ich hätte mir etwas Futuristischeres gewünscht, beispielsweise wie beim Mi 11 Ultra ein zweites Display auf der Rückseite, das dann vielleicht auch einmal größer ist oder irgendetwas in dieser Richtung. Viele von euch werden vielleicht auch sagen, dass ihnen dieses klassische Design besser gefällt. Nichtsdestotrotz bleibt es ein extrem großer Kamerabump, den wir hier auf der Rückseite haben. Und was verbirgt sich dahinter? Wir haben als Hauptkamera eine 108-Megapixel-Kamera. Dazu gibt es dann nochmal eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und das vielleicht interessanteste daran, die 8-Megapixel-Periskop-Kamera, denn diese ermöglicht euch einen 5-fach optischen Zoom. Und was mich wirklich an dieser Kamera stört, ich sage es frei raus, es ist diese 108-Megapixel-Kamera. Ich hätte mich hier gefreut, wenn man auf die 50-Megapixel-Kamera des Mi 11 Ultra gesetzt hätte, denn diese 108-Megapixel-Kamera, die wir hier verbaut haben, die kennen wir aus dem normalen Mi 11 und das ist nicht der Anspruch, den ich in einem Mi Mix 4 haben möchte. Vielleicht zum Rollenverständnis, denn das Mi Mix 4 ist immer so eine Art Probeversion oder beziehungsweise in dieser Version versucht man viele Dinge aus. Und so hätte ich mich auch bei der Hauptkamera darüber gefreut, etwas Neues auszuprobieren oder mindestens den Standard aus dem Ultra-Modell zu benutzen. Was man aber in diesem Smartphone neu gemacht hat, das ist dann die Frontkamera. Und wie man sieht, sieht man sie nicht. Wir haben hier eine 20-Megapixel-Selfie-Cam, die mittig unter dem Display verbaut ist und damit hat Xiaomi endlich etwas gemacht, worauf wir schon 2 Jahre gewartet haben. Es war immer wieder ein bisschen bold und wir haben gehofft und wir haben in der Zwischenzeit zum Beispiel auch ZTE gesehen, die das Ganze schon marktreif jetzt in der 2. Generation im Massenmarkt angebracht haben und Xiaomi geht diesen Weg jetzt mit dem Mi Mix 4.
Man konnte sich im Endeffekt so ein bisschen entscheiden. Sagt man auf der einen Seite, man möchte, dass man sie nicht erkennt, dafür leidet die Fotoqualität ein bisschen, oder man erkennt sie wirklich, dafür hat man aber noch bessere Aufnahmen mit der Selfie-Cam. Ich bin da mal gespannt, wie sich diese 20 Megapixel am Ende darstellen und was wir wirklich von der Fotoqualität dann halten dürfen. Was mich dann aber mal interessieren würde, ist eure Meinung. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Findet ihr, dass das ein guter Schritt ist, dass wir jetzt die Kamera unter dem Display erleben? Oder denkt ihr eher, hey, das könnte man sich auch sparen? Denn kurz mein Gedankengang dazu. In den letzten Jahren habe ich immer wieder Werbung für diese Technologie gemacht und habe selbst auch gesagt, dahinter liegt die Zukunft. Doch was mir mittlerweile auch mal durch den Kopf gegangen ist, warum? Nun, wenn wir ein Punch-Hole haben, das mittig oder auch, was ich ein bisschen eher favorisiere, links oben angebracht ist, wie viel stört es euer Display wirklich? Und bis die Kameratechnologie so weit ist, wie wir sie hier bei der Kamera unter dem Display haben, dass sie mit der des Punch-Holes mithalten kann, wird es noch ziemlich lange dauern. Und dann stellt sich wirklich die Frage, braucht man das wirklich? Sehen wir uns doch mal die iPhone-Modelle an. Wir haben hier eine riesige Notch verbaut, die ziemlich viel vom Display wegnimmt, aber es stört die Apple-User nicht. Natürlich können wir jetzt auch wieder sagen, Android ist immer innovativ und das möchten wir auch haben. Das ist okay, aber wie viel Nutzen bringt das Ganze? Doch etwas, was wirklich Nutzen bringt, das möchte ich euch als nächstes vorstellen. Denn Xiaomi setzt hier auf einen 4500 mAh Akku. Okay, der ist jetzt nicht gigantisch groß, zumindest für Android-Geräte, doch das Charging hat es in sich, denn wir haben hier 120 Watt kabelgebundenes Laden. Und auch die Freunde des kabellosen Laden werden hier nicht enttäuscht, denn ihr bekommt immerhin 50 Watt kabelloses Laden. Und jetzt werden viele von euch sagen, hey, warum moniert der jetzt wirklich wegen 50 Watt? Nun ja, 67 Watt ist das, was Xiaomi ebenfalls kann. Und da stellt sich für mich die nächste Frage, wenn man diese Technologie hat, warum verbaut man sie nicht auch in einem Mi Mix 4? Denn im Ultra konnte man das Ganze schon gut präsentieren. Und jetzt einen Schritt zurückzugehen bei Mi Mix 4, ich bin da irgendwie kein großer Freund von. Mit dabei haben wir dann auch Harman Kardon Lautsprecher, wir haben einen Fingerabdrucksensor unter dem Display, wir haben die MIUI 12.5 mit an Bord, die basierend auf Android 11 ist, aber auch hier muss ich sagen, über die MIUI 13 hätte ich mich dann auch gefreut, denn die Gerüchte vorab haben ebenfalls besagt, dass es das erste Smartphone mit der MIUI 13 sein könnte und das ist jetzt hier auch nicht so ganz in Kraft getreten. Versteht mich nicht falsch, ich freue mich über dieses Smartphone und es ist mal wieder ein gelungenes Smartphone am Ende vom Tag, aber ich habe mir einfach wesentlich mehr erhofft. Oder bin ich auch ein bisschen das Opfer geworden des ganzen Hypes, der mittlerweile um Smartphones kreiert wird und am Ende können die Geräte das nicht halten. Ich habe ja schon mit dem Titel deutlich machen wollen, dass mir nicht alles an diesem Smartphone gefällt und was mir auch nicht gefällt, ist die Tatsache, dass es nicht offiziell zu uns nach Deutschland kommt und genau deshalb habe ich eben schon mal kurz Werbung gemacht für Trading Shenzhen, denn hier habt ihr die Möglichkeit, das Gerät dann als Import zu bekommen. Am Anfang vielleicht nur auf Englisch und Chinesisch, aber auch da wird dann relativ schnell noch mal was nachgereicht, dass ihr das Ganze dann noch auf Deutsch nutzen könnt. Also falls ihr da Interesse dran habt, checkt das Ganze mal unten ab. Preistechnisch orientiert es sich natürlich über dem Mi 11 Ultra, was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn das Einzige, was es wirklich rechtfertigt, ist die Kamera unter dem Display als Innovation. Alle anderen Specs kennen wir ja schon so oder so ähnlich aus dem Mi 11 Ultra. Nun, ich habe es eben auch schon mal gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr so ein bisschen das Gerät einschätzt, ob ihr begeistert seid, ob ihr sagt, oh nee, lassen wir es lieber, das möchte ich gar nicht, ich habe mir mehr erhofft. Oder freut ihr euch vielleicht auf die kommenden Smartphones, wie zum Beispiel die neuen iPhone-Modelle oder. Schreibt auch das gerne mit unten dazu. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.